Schwalbach. Falls jemand aus Bad Schwalbach zuguckt, schöne Grüße dorthin. Hergestellt für Kombi. Kombi ist bei uns hier so ein Verbrauchermarkt, sowas wie Rewe in der Art. Ist eigentlich arschteuer. Also ich komme da nie unter 50 Euro raus. Was aber nicht unbedingt an mir liegt, sondern einfach an diesen arschhohen Preisen. Aber ich bin eigentlich recht sparsam. Nicht unbedingt immer, aber meistens. Ach, schön, dass es jetzt Treppen in allen Farben gibt. Und Slabs. Zack. Ja, jetzt spielen wir ganz normal mit einem Snapshot weiter. Ich finde das gut. Ich musste einfach mal wieder was Interessantes machen. Außerdem gibt es auch immer so einige Mäkelköppe, die dann sagen, spiel doch mal ohne Mods. Du kannst das gar nicht ohne Mods. Weil du bist nämlich ein Kacknoob. Ja, und den wollte ich halt einfach mal beweisen, dass ich kein Kacknoob bin. Vor allen Dingen, naja, eigentlich will ich hier niemandem was beweisen, weil ich muss hier niemandem was beweisen. Das ist ganz einfach so. Ich mache ja einfach, was ich will, was ich für richtig halte. Und ich glaube, damit fahre ich eigentlich auch ganz gut. Also ich scheine damit ganz gut anzukommen. Und ich finde das auch immer richtig super. Also ich habe auch riesen Spaß an dem 300-Abonnenten-Special gehabt. Weil man hat mich quasi dazu genötigt, dass ich euch halt mal so einen kleinen Einblick in die Arbeit am Texturenpaket verschaffe. Und eigentlich wollte ich das gar nicht. Weil so ein guter Künstler bin ich nicht. Naja, das meiste ist ja eh gefotoshoppt. Aber es hat furchtbar viel Spaß gemacht. Weil alleine, wenn ich dann das Feedback sehe, dann weiß ich immer, das hat sich gelohnt. Diese ganze Arbeit, die lohnt sich. Wenn auch nicht finanziell, sie lohnt sich dennoch. Und deswegen Let's Play ich auch noch immer. Weil diese Anerkennung ist echt was Großartiges. Das ist etwas... Diese Erfahrung kann mir nie jemand nehmen. Diese Erfahrung genieße ich. Das ist nämlich eine der schönsten Erfahrungen, die man machen kann als Let's Player. Oder auch im Allgemeinen. Ich denke, das haben wir Let's Player auch anderen so ein bisschen voraus, anderen Künstlern. Wir kriegen teilweise schon für geringe Taten, kriegen wir vollste Anerkennung. Und das ist auch das, was uns zu dem macht, was wir sind, zu den Let's Playern. Und deswegen mache ich das auch so furchtbar gerne. Ich will keine 10.000 in 2 Jahren verdienen. Wäre zwar schön, na klar, würde ich mich auch sehr drüber freuen. Aber das will ich gar nicht. Wenn ich es verdienen würde, klar. Ich denke, dann würde ich mit Sicherheit etwas für meine Let's Player-Karriere tun. Die noch so ein bisschen weiter ausbauen oder so. Aber im Endeffekt, oder ich würde sogar einen Teil des Geldes spenden. Weil so ein Mensch bin ich zum Beispiel auch. Ich spende gerne. Aber nur für die, die es verdient haben. Deswegen würde ich nie an große Organisationen spenden, wo ich nicht weiß, wo das Geld hingeht. Oder irgendwie an Staat spenden oder an irgendwen, der irgendwie, ja, eine große Institution ist, sondern eher so an Leute, die es gebrauchen können. Weißt du, sowas wie Mojang vor ein paar Jahren war. An solche Leute würde ich spenden. Da würde ich sagen, hier, seht mal zu, macht was daraus. Es ist für euch. Weil ich unterstütze gerne die Arbeit anderer,
wenn ich weiß, es ist was Sinnvolles. Es muss dabei nicht unbedingt irgendwas sein, was jetzt irgendwie 1000 Kindern in Afrika hilft. Den kann sowieso kein Mensch helfen. Was meint ihr, wie viele Milliarden Euro da schon hingegangen sind an Privatspenden und sowas? Und hat sich da was getan? Ist Afrika ein reiches Land? Nein. Da gibt es nur sehr reiche Leute und sehr arme Leute. Und das ist dieses Problem an unserem System, welches wir eigentlich weltweit haben. Es gibt zu viele ganz Reiche und es gibt zu viele ganz Arme. Und dazwischen gibt es eigentlich fast nichts. Ja, da läuft man dann auch eher Gefahr, einer von den ganz Armen zu werden, als dass man dann mal wirklich so ein bisschen Geld zur Verfügung hat, als dass man mal dann mal so ein bisschen Reichtum aufbauen kann. Kann man ja gar nicht, man kann nichts sparen. Ich kann momentan auch überhaupt gar nichts sparen. Und selbst wenn ich einen Job habe, könnte ich das nicht. Da ich momentan, ich bin ja vor 3 Jahren von zu Hause ausgezogen, mit 21. Ne? Ich wollte eigentlich viel, viel früher, konnte aber nicht, weil ich nicht die Möglichkeiten hatte, weil es immer hieß, ja, du bist noch keine, du bist noch keine 25, du musst noch zu Hause wohnen, wenn du dir das nicht selbst leisten kannst. So. Die Sache ist aber, ich wollte auch nie vom Staat abhängig sein. Nun musste ich aber vor 3 Jahren trotzdem zu Hause ausziehen, weil mein Vater gestorben ist. Zu dem Zeitpunkt, 2009. Und deswegen bin ich dann auch zu Hause ausgezogen. So, meine Mutter ist separat nochmal zu Hause ausgezogen und hat sich dann eine eigene Wohnung gesucht mit meinen Brüdern zusammen, mit meinen kleinen Brüdern zusammen. Beide jetzt mittlerweile, der eine ist 19, der andere wird 18 im September. Der eine ist eigentlich ein ruhiger, der kriegt zwar alleine nicht ganz so viel hin, weil der zu Hause musste der nie irgendetwas machen. Und dadurch hat er das natürlich schwer, im Gegensatz zu mir. Ich bin zu Hause voll eingespannt worden. Ich bin quasi so der Putzsklave gewesen. So wie einige von euch das vielleicht auch kennen, wenn sie der Älteste sind oder die Älteste. Ist nicht verkehrt. Macht es ruhig mit. Irgendwann könnt ihr sicher zu Hause ausziehen, ist klar. Aber seid froh, wenn ihr zum Putzsklaven erzogen werdet. Gerade wenn ihr Jungs seid, dann bringt es euch später im richtigen Leben extrem viel. Weil so könnt ihr wenigstens auch ohne eine Frau einen Haushalt führen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ohne Frau im Haus sah es hier auch ordentlicher aus. So wie jetzt gerade. Gestern den ganzen Tag aufgeräumt. So ist das nun mal, ne? Ich hab's einfach gelernt, ne? Darum bin ich jetzt kein Muttersöhnchen, ne? Ich hab, als ich noch zu Hause gewohnt habe, habe ich zu meiner Mutter nie so das große Verhältnis gehabt. Also je älter ich wurde, umso besser haben wir uns eigentlich verstanden. Aber so richtig dieses super Verhältnis haben wir eigentlich nie gehabt, als ich noch zu Hause gewohnt habe. Da war es eigentlich eher so ein Ja. Wie hat meine Mutter mal zu mir gesagt, du wirst hier nur geduldet. Ich bin froh, wenn du irgendwann ausgezogen bist. Weil ich auch immer extrem viele Widerworte hatte. Weil ich halt immer extrem meinen eigenen Kopf hatte, was auch nicht, ja, was halt auch ganz schön mit meiner Hyperaktivität und auch mit meinen, mit dieser, wie sagt man, Hochbegabung zu tun hat. Also mit dieser hohen Intelligenz. Weil du hinterfragst nämlich alles. Bevor du irgendwas machst, du sagst nicht, ja, mach ich, Mutti. Nein, du hinterfragst alles. Du hinterfragst, warum muss ich das machen? Ne? Und all solche Sachen. Ich hatte auch in der Schule, hatte ich immer übelste Probleme. Aber nicht, weil ich irgendwie nicht mitkam oder sowas. Oder weil ich bestimmte Sachen nicht konnte. Nein. Einfach, weil ich unterfordert war und so viel Mist gebaut habe. Das mit dem Toaster habe ich euch ja mal erzählt. Dass ich mal einen Toaster mit in die Schule genommen habe.
und dann im Unterricht getoastet habe. Ich habe, mir wurden 3 Gameboys wurden mir abgezogen von den Lehrern. So, ist das jetzt eigentlich so richtig? Joa, kann man so lassen. Terroristisch gesehen. Bin ja mal am Überlegen. Vielleicht könnten wir hier EVTL. Würde ich gerne so machen. Ich nehme auch extra dieses Dschungelholz. Ihr seht's ja. Das hat auch einen Grund, weil dieses Holz hat einfach die schönste Farbe für sowas Rustikales wie hier. Also wie so ein Dschungel. Es soll so ein bisschen was Mystisches haben. Und ich finde, da ist so ein helles Holz oder schwarzes Holz nicht so ganz passend. So. Ah, ist das geil. Ist das geil. Das gefällt euch, oder? Gefällt euch das? Mensch. Naja, auf jeden Fall habe ich viele, viele Probleme gehabt, weil ich alles hinterfragt habe und auch extrem viel Scheiße gebaut habe. Ne? Ich habe nie irgendwem geschadet. Das habe ich nie gemacht. Ne? Klar habe ich auch. Mit 13 und 14 im örtlichen Minimal gibt's ja nicht mehr. Heißt ja alles Rewe. Habe ich auch geklaut. Ne? Habe ich damals für 89 Mark, 99 habe ich so ein Exploder, so hießen die Dinger, habe ich mitgehen lassen. Und zwar vom Minimal in Wartling. Wartling ist von mir aus, Richtung Elershausen. Und Elershausen kommt lange vor Hannover. Und ist auf jeden Fall so eine Zwischenstation. Naja, und da bin ich damals zur Schule gegangen in Wartling und da habe ich nur Scheiße gebaut. Na? Was wollte ich denn? Ich wollte Glas. Ich wollte Glas. Wir brauchen Glas, Glas, wir brauchen Glas. Und es wird wieder Nacht. Da haben wir Glas. Oh, ich liebe dieses Lied. Ich liebe es. Barren Kingdom. Aus Final Fantasy 4. Vor allen Dingen in dieser Version. Boah, Gänsehaut. Gänsehaut pur ist das. Und ich falle hier ständig runter. Ich Nuss. So, wir arbeiten hier nämlich viel mit Glas und dann machen wir das nämlich auch ruhig so, dass wir hier auch weiter mit Glas arbeiten. So, und hier können wir dann bequem runter. Ah, das sieht echt geil aus, oder was sagt ihr? Ich bin sowieso so ein Musikfetischist und gerade was so hier Videogame-Musik angeht, da könnt ihr mich mit begeistern. Also so Original-Soundtracks von Spielen habe ich schon immer gemocht. Habe ich mir schon mit 11, 12 Jahren habe ich mir die schon runtergeladen, als ich das erste Mal im Internet war. Ich kann das nicht einsammeln. Aber weißt du was? Dann leck mich an die Füße. Ich kann es ja nun leider auch nicht irgendwie dingsen. Wie heißt das? Da, 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 da. Ah, so ein geiles Lied. Alleine diese Melodie, diese epischen Melodien von Final Fantasy. Ich glaube, der Daniel Kampf hier, der Yashiro, der wird ganz genau wissen, was ich meine. Die klassischen Final Fantasy ist echt die geilsten. Da kommt kein Final Fantasy 13 gegen an, da kommt auch kein Final Fantasy 10 gegen an. Wobei 10 sowieso lange nicht mein Favorit ist. Also ich mag 10 schon, aber 10... Nö. Auch 7 ist nicht so mein Favorit. Also 7, naja, muss ich nicht haben. 7 ist zwar nicht schlecht gewesen, aber es heißt auch nicht, dass es sonderlich
super war. Ja. Aber die Musik ist trotzdem einfach episch. Da gibt's nichts Besseres. Ist auch mit einer der meiner Lieblingsspieleserien und auch eine der besten Spieleserien. Wenn ich schaue, was viele heutzutage nur noch zocken, so Modern Warfare und so ein Rotz. Also ich bin ein absoluter Gegner von Modern Warfare. Allgemein von Call of Duty. Ich finde, Call of Duty ist für mich die beschissenste Spielserie überhaupt. Tut mir leid, wenn ich damit einige vielleicht verletze mit dieser Einstellung, aber es ist einfach meine eigene Meinung. Die Leute, die sollen es ruhig spielen, ist völlig in Ordnung, völlig legitim, ne? Verbieten kann ich ihnen das leider nicht. Würde ich gerne, kann ich aber nicht. Aber so selbst Call of Duty finde ich ein bisschen abartig, dieses Spiel. Weil es ist einfach nur, ja, ein billiger Kriegsshooter. So, einige werden mich fragen, ja, aber du werden aber sagen, ja, du spielst aber Battlefield. Ja, klar spiele ich Battlefield, aber Battlefield ist auch wiederum was ganz anderes. Ich sag mal, bei Battlefield wird eher auf Realismus Wert gelegt und nicht auf diese sinnlose Ballerei. Boah, hab ich mich gerade erschrocken. Hier ist es nicht. Es muss ja irgendwo anders sein. Wo ist denn dieser kleine Mistbock? Da ist er. Hallo? Kannst du das mal sein lassen? Habt ihr das gesehen? Das wäre heftig, wenn man nicht mal mehr in seinem eigenen Haus sicher ist. Mann. Ich weiß ja nicht, was da draußen noch steht, weil ich habe ja da überhaupt kein Guckloch drin oder sowas. Mistbock. Hier so der Wasserfall, das sieht gut aus. Ich brauche noch mal ein paar mehr Steine. Dafür gehen wir mal zum Ofen. Tut mir leid, wenn wir hier so ein bisschen trödelig sind, aber das ist mir eigentlich gerade so völlig Wumpe, weil ich möchte hier mal so ein bisschen weiterkommen. Und zum Weiterkommen muss ich trödeln. Ich bin am Überlegen, soll ich das hier aus Dings machen? Dass ich hier drei Treppen hinmache? Und dann hier Holz mache? Ich weiß es gar nicht. Soll ich das machen? Können wir ja machen. Und ich habe wirklich richtig, richtig Bock hier aufzunehmen heute. Aber wie gesagt, ich bin ein Mensch, der nicht allein sein kann. Geht nicht. Das ist wie, weißt du, kaufst du einen Vogel, sperrst ihn in den Käfig. Ja, hast aber keinen zweiten und da fühlt er sich auch scheiße, ne? Dann geht's ihm auch nicht gut. Und so ist das bei mir auch, ne? Auch wenn ich mich jetzt nicht unbedingt mit einem Vogel vergleichen würde. Aber dennoch ist es im Grunde genommen wirklich genauso. Ach, das ist ja eigentlich richtig geil. So, dann nehmen wir die Erde mal mit. Erde haben wir dabei. Darum bin ich heute so frei. Oh, da ist schon wieder so ein
blöder Kackzombie vor der Tür. Bricht er mir meine Tür ein, dann prüge ich ihn windelweich. Schwierigkeitsgrad einfach. Also darf der da eigentlich gar nicht durchkommen. Warum die Tür dann aber Schaden angezeigt hat, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Oh, ich hätte hier gerne noch so Heuboden, wisst ihr? Ich meine. So. Und ich mache mir das so, wie es mir gefällt. Dafür bin ich so das männliche Pendant zu Pippi Langstrumpf. Ich habe zwar keine roten Haare, aber wenn ich im Sommer viel in der Sonne bin, dann werden meine straßenköterblonden Haare auch ganz schnell mal leicht rötlich. Keine Ahnung wieso. Aber auch nur während ich in der Sonne bin. Normal werden sie bei mir immer dann ziemlich hell. Gut. Ich würde sagen, hier eine Holzdecke. Das sieht eigentlich ziemlich gut aus. Und dennoch ziemlich rustikal. So, hier haben wir einen Holzboden. Ich wollte hier eigentlich, ihr wisst ja, ne? Eigentlich, ne? Ihr wisst ja, ne? Ne? Wisst ihr ja, eigentlich, ne? Wollte ich hier Gravel, also Kies. Gravel. So, das lasse ich auch extra so. Aus Glas hier am Rand. Weil, wegen de Bogen hier, ne? Wegen de Torbogen. So, dann kann man hier nämlich hoch. Da kommt man hier nämlich in so eine Art Vorratskammer. Da oben könnte man noch Regalbretter anbringen. Also die ganzen Funktionen aus 1.3 habe ich ja noch gar nicht ausprobiert. Es werden ja kaum noch Funktionen dazukommen, also kann ich ruhig schon sagen, 1.3. Ja. Ja, es werden ja kaum noch Funktionen dazukommen, von daher ist das halt so. So, ich muss jetzt mal gerade ganz kurz gucken. Wir bauen uns mal die Kisten hier ab. Ich schmeiß hier mal den Scheiß raus. Eine Kiste haben wir schon mal. So, weil ich bin nämlich am Überlegen. So, weil dann machen wir das nämlich mit den Kisten so. Wisst, wie ich das meine. So. Und dann hier auch noch zwei Kisten. Ich kann ja mal ein bisschen was in die Kisten reinpacken. Hier packen wir mal einen Glowstone rein. Hier packen wir auch die Öfen mal erstmal rein. Kies haben wir eine ganze Menge dabei. Brauchen wir gerade nicht so viel. Knochen und Pfeile brauchen wir auch gerade nicht. Stöcke, Zaun brauchen wir auch gerade nicht. Eichenholz, Bretter brauchen wir auch gerade nicht. Wir nehmen einfach mal das Tropenholz. Ah, es sieht echt geil aus. Was ich aus dem Texturpaket gemacht habe, ich möchte mich jetzt nicht in den Himmel loben oder sowas. Ich hätte nie gedacht, dass ich sowas hinbekomme. Klar habe ich mich an einem anderen Texturpaket erst bedient, um dann ein eigenes Texturpaket draus zu machen. Aber gerade das hat sich gelohnt. Es ist eigentlich nichts mehr so wie im alten Texturpaket. Keine Textur ist gleich geblieben. Ach, ist das geil. Es macht immer mehr Spaß, dieses Minecraft. Und deswegen werden wir natürlich auch in Nachfolge 300 weitermachen. Das sind jetzt so die letzten 5 oder 4 Folgen. Bis zum Staffelwechsel. Und ich finde die Kiste nicht. Bin ich gerade blind? Ach da. Ich bin in der Tat sehr blind. Ja, bis zum Staffelwechsel.
Und wir werden das natürlich mit den Staffeln auch weiter fortführen, würde ich sagen. Weil dafür hat das schon zu lange Tradition, als dass wir da jetzt sagen könnten, ja, ne? Ich bin ja da eigentlich auch so ein relativ traditioneller Mensch. Also wenn ich erstmal so gewisse Rituale habe auch, dann werde ich die auch so schnell nicht wieder los. Deswegen bin ich zum Beispiel, ich bin morgens einer, ich stehe auf. Und das Erste, was ich mache, ist zwar nicht wirklich gesund, aber das Erste, was ich morgens mache, ist kurz an Lappy gucken, E-Mails gucken. Weil der Lappy ist ja meist über Nacht an. Und dann gleich eine Zigarette stopfen. Ich drehe ja nicht, ich kann ja nicht drehen. Bei mir sehen die Zigaretten, wenn sie gedreht sind, sehen sie aus wie Joints. Und rauchen kann man die nicht. Aber lieber rauche ich normal, als mir da irgendwelches Drogenzeug reinzupfeifen. Ich war ja nun leider so blöd, damals anzufangen. Ich habe damals eine Freundin gehabt.